Er sucht einen Router, um PC VR ohne Kabel nutzen zu können? Dann bleibt dran. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute nehmen wir den Puppies S1 Router von Prism XR unter die Lupe. Und ich wurde in der Vergangenheit öfters gefragt, welchen Router soll ich mir holen, wenn ich PC-VR-Games kabellos nutzen möchte, via Airlink, via Virtual Desktop oder Pico Streaming Assistent. Und die Frage war gar nicht leicht zu beantworten, denn wir haben natürlich eine riesige Auswahl an WLAN-Routern, die wir uns holen können. Dann das Negative daran, es sind keine Plug-and-Play-Geräte. Also wir müssen die einrichten, Netzwerkkabel und so weiter und so fort. Es ist nicht ganz so einfach. Und dann ist ein riesiger Fehler, den viele Leute machen. Die holen sich einen guten WLAN-Router, aber dann melden die alle Geräte, die sie haben, an diesem Router an. Und das ist für PC-VR halt tödlich. Denn ein Funksignal teilt sich natürlich immer auf. Desto mehr Abnehmer da sind, desto schwächere Signale bekommt halt jeder Abnehmer. Und, oder die Datenrate sinkt natürlich dadurch. Und das ist für PC-VR tödlich. Wir brauchen einen Router, wo nur die VR-Brille angemeldet ist. Das habe ich jetzt aktuell auch mit einem Asus-Router. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Und ja, nichts anderes macht der Prism XR-Router auch. Wir haben hier eine USB-Verbindung, also USB-C am Router. Und dann gibt es ein Kabel, was sich dann in zwei Typ A nochmal aufteilt, also so ein Y-Kabel. Dann benötigen wir eine 3.0er-Buchse und eine 2.0er-Buchse. Und schon haben wir die Verbindung von PC zu Router hergestellt. Und dann haben wir hier eine dedizierte 1:1 Verbindung von Router zu unserem VR-Headset. Und nichts anderes ist dazwischen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Die technischen Daten gucken wir uns gleich auf der Homepage genauer an. Aber ja, wenn das wirklich hier gut funktioniert, das werde ich testen. Ich werde es auch ein bisschen versuchen zu fordern, das Teil. Man kann in Virtual Desktop ja zum Beispiel auch sehr viel einstellen, was Grafikqualität angeht. Da werde ich das Teil schon ein bisschen fordern und mal schauen, ob das auch so gut performt wie mein jetziger Router. Denn dann kann ich den auch wirklich abgeben, weil ich brauche den wirklich nur für PC VR. Und wenn ich dieses Teil dann hier habe, was roundabout 80, 85 Euro kostet, wir schauen uns die Preise gleich mal an. Also da haben wir wirklich einen, wenn es gut funktioniert, einen guten Router, den wir für PC VR nutzen können, wo auch wirklich nur unser VR-Headset mit kommuniziert. Und das ist das Wichtige. In dem Video gibt es natürlich ein Unboxing. Wir schauen uns an, wie wird das angeschlossen, das Ganze. Und dann gibt es natürlich auch einen Gameplay-Test. Dann schauen wir uns auch an, was Virtual Desktop sozusagen hat. Da gibt es ja auch eine Latenzanzeige und so weiter und so fort. Und das schauen wir uns natürlich dann auch mal an. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal auf die Herstellerseite, gucken uns die technischen Daten an. Das Teil bekommt man bei Prism XR direkt bestellt oder auch bei Amazon. Die beiden Links werde ich unten in die Beschreibung packen. Könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Und ich würde sagen, sehen wir uns jetzt auf der Homepage. Hier sind wir schon auf der Prism XR Seite und hier kostet der Router 77,95. Aber aufgepasst, da sind jetzt noch nicht die Steuern dabei. Und wenn ich hier in Checkout gehe, wird mir der Preis angezeigt. Also nach Deutschland gibt es eine freie Lieferung, aber wir haben Steuern von 14,81 € und dann sind wir bei 92,76 €. Aber wenn ich mir das Ganze jetzt bei Amazon anschaue, haben wir aktuell auch einen 8% Gutschein und dann sind wir hier nicht bei 89,99 €, sondern bei roundabout 83 €, 82,70 € oder irgendwie sowas mit 8%. Und ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Der Preis finde ich für einen guten Router, wenn der wirklich so funktioniert. Das werden wir natürlich am Ende dann auflösen. Und ja, ihr könnt euch gerne aussuchen, ob ihr den bei Prism XR bestellen wollt oder bei Amazon direkt. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz hier die ganzen Kram durch. Wir sollen ein Easy Setup haben. Es gibt eine Windows-App, es gibt aber auch eine Handy-App. Mit der Windows-App bin ich ein bisschen aneinander geraten, weil ein Virus dediziert wird von meinem Antivirus-Programm. Ist aber ein bekanntes Problem. Die arbeiten da auch dran, haben so einen kleinen Workaround dafür. Aber da muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Gut, dann wird hier nochmal darauf hingewiesen, nicht mit Kabel und so weiter, was Vorteile sind. Aber das wissen wir ja alle. Und hier haben wir jetzt nochmal eine kleine Übersicht von normalen Router-Anwendungen, so wie ich es eben auch gesagt habe, die meisten Leute haben halt einen Router zu Hause und verbinden darauf alle ihre Geräte. Und das, hier sind es nur mal 4.
Wenn ich mir aber meine Liste mal anschaue mit den ganzen schaltbaren Steckdosen und so weiter und so fort, Media, TV-Sticks, die, auch wenn sie, sag ich mal, für irgendwelche Filme jetzt gerade genutzt werden, auch eine hohe Bandbreite brauchen. Und wenn diese Geräte alle zusammen sind, hat man halt ein schlechtes WLAN-Signal und dann braucht man sich nicht wundern, dass PC VR nicht funktioniert. Der Puppies S1-Router kann bis zu 3000 Mbit pro Sekunde liefern. Das sind ungefähr 350 Megabyte pro Sekunde und das ist schon ganz ordentlich. Die Quest 3, wie auch, ich glaube, die Quest 2, lassen aber auch nur 1200 Mbit pro Sekunde durch. Das heißt, wir haben hier das, was die Quest kann, sind das 150 Megabyte pro Sekunde. Und da sind wir ja ganz ordentlich aufgestellt mit dem 3000 Mbit pro Sekunde Router. Signal. Und ja, hier wird nochmal darauf hingewiesen, mit der Software, wie man den einstellt und scannt und so weiter und so fort. Hier haben wir nochmal die Kompatibilität. Ich habe auch irgendwo was gelesen von Valve Index wird unterstützt. Da kann ich mir nur vorstellen, wenn man wirklich dieses, es gab ja mal so einen WLAN-Teil, was man oben drauf bauen konnte, auf verschiedenen Headsets, das damit gemeint ist. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass wir drei Modis an Bord haben, die wir über einen Schalter oben oder einen Knopf umschalten können. Wenn wir den 3 Sekunden drücken, glaube ich, kann man immer wieder die Modis umschalten. Wir haben den Mode 1, den Prism Pulse Mode, der ist für PC VR Streaming gedacht. Dann haben wir einen Wi-Fi Hotspot Mode. Da wird einfach das WLAN-Signal an andere Geräte verteilt. Könnt ihr den halt auch so nutzen, wenn ihr gerade nicht PC VR spielen wollt. Und dann gibt es nochmal einen Wi-Fi-Adapter-Mode. Ich habe so verstanden, dass das quasi dann eine Art Netzwerkkarte ist, wo wir uns das WLAN-Signal vom Router abgreifen können und dann für den PC nutzen können. Ist auch nicht schlecht, wenn man gar keine WLAN-Karte jetzt drin hat an Bord oder Netzwerkkarte. Dann kann man das dann so nutzen. Cool, dass diese Modis da vorhanden sind. Okay, hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass man bei Router ist es natürlich immer ein bisschen überzogen, aber dass man halt ein bisschen Kabelsalat hat und hier hat man nur ein USB-C-Kabel und ist fertig. Hier gibt es ein kleines Video, das könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr Lust habt. Es soll relativ einfach sein. Wir haben einfach eine Software, wo wir dann alles einrichten können und dann können wir auch schon loslegen. Gehen einfach nur in die Brille rein, suchen den Prism Pulse und schon sind wir fertig. Andere Geräte sind nicht in der Lage, dieses Prism Pulse Wi-Fi-Signal zu finden und für sich zu nutzen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und hier sehen wir das Ganze nochmal, was ich vorab schon gesagt habe, dass wir einfach hier ein USB-C-Kabel haben, wo dann nochmal aufgeteilt wird in zwei USB-A-Kabeln, wo wir dann aber einmal 3.0 zwingend benötigen. Und dann ist es egal, ob wir den dann nochmal in 3.0 oder in 2.0 stecken. Es wird wahrscheinlich einmal Spannungsversorgung sein für den Router selber und dann Datentransferleitung. Die muss dann natürlich ein 3.0 sein. Ich habe gelesen, es gibt auch die Möglichkeit, dass man hier ein USB-C auf USB-C-Kabel holt, was dann aber ein Datentransferkabel sein muss. Da habe ich aber noch keine Erfahrungswerte mitgesammelt. Dann reicht wohl einfach nur ein USB-C-Kabel zum Rechner und fertig ist man. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass wir halt eine Windows-App haben und eine Handy-App. Die Handy-App habe ich euch zum Beispiel bei den In-Ear-Kopfhörern Vega T1 schon vorgeführt und ich fand die ganz, ganz komfortabel. Ja, und hier wird man nochmal, ja, was die anderen normalen Home-Router haben und so weiter und so fort. Und hier werden die Modis nochmal gezeigt. Hotspot-Mode, dass wir dann hier halt wirklich mit mehreren Geräten uns verbinden können als Hotspot-Punkt halt und dann nochmal einen normalen Adapter-Mode, dass man sich halt hier den PC mit WLAN versorgen kann. Das war's hier auf der Seite und wie gesagt, wenn ihr bei Amazon bestellen wollt oder Prism XR, schaut einmal in die Beschreibung rein und wir gehen jetzt zum Unboxing. Hier sind wir beim Unboxing und wir fangen jetzt erstmal mit dem Karton an. Hier sehen wir ganz normal Prism XR Puppies S1 und dann sehen wir hier auch, was ich auch vorher nicht wusste. Puppies ist ein Sternenbild und daran ist er benannt worden, der Router. Und ja, man muss sich ja irgendwelche Namen immer ausdenken, von daher passt das ja auch ganz gut. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Über die technischen Daten haben wir ja jetzt genug erfahren. So. Und das Teil, was ich eben nicht gesagt habe, sieht
für mich aus wie so eine kleine Playstation. Also es war das Erste, was mir eingefallen ist, dass es eine kleine Playstation sein könnte. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Erstmal den Router so an sich. Ich habe auf Autofokus gestellt. Hier haben wir den Button, um diese Modis durchzuklickern. Hört man auch ganz gut, ne? Hier haben wir die ganzen Status-LED-Anzeigen. Die sind ziemlich komplex. Ich habe mir die eben auch mal angeschaut. Da gibt es noch ein Video zu, wo das alles erklärt ist. Und ja, da teste ich mal ein bisschen mit und dann kann ich da näher drauf eingehen, wenn ich das alles durchgetestet habe. Und hier haben wir einmal die USB-C-Buchse. Und darüber ist ein kleiner Punkt, ein kleiner Knopf, den man ja mit einem kleinen Schraubendreher oder so drücken kann. Das ist der Reset-Knopf. Wenn man mal das Ding auf Werkseinstellung zurücksetzen möchte, kann man das machen. Und hier halt die USB-C-Buchse, wo wir dann auch eventuell irgendwann mal von USB-C auf den PC gehen können. Und ja, das Ganze ist relativ übersichtlich. Es braucht auch nach allen Richtungen hin einen gewissen Kreis. Freiheit, es darf keine Metallplatte oder sonst wo irgendwo sein. Das ist schon wichtig, dass der für sich irgendwo im Umkreis, muss ich nochmal genau nachschauen, aber ich würde jetzt mal sagen, so 30 cm sollte man schon alles freilassen. Am besten, wenn man mehr hat, natürlich mehr. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Leitungen wir jetzt hier gleich drin haben. Das werden wir gleich mal checken. Und ja, notfalls kann man sich dann immer noch ein anderes Kabel holen. Da werde ich mit Sicherheit auch nochmal einen Test machen, weil ich definitiv ein anderes Kabel bestellen möchte. Und dann kann man dazu auch nochmal ein eigenes Video machen. Ich stelle das jetzt hier nochmal hin. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, der Router, muss ich sagen. Also der hat definitiv was. Ob Sony es was dagegen hat, weiß ich nicht. Aber sieht cool aus, gefällt mir. So, dann kommen wir hier zu der Kabellage. Also es ist sehr übersichtlich das Ganze, aber mehr brauchen wir ja auch natürlich nicht. Das Ganze packe ich jetzt auch mal weg. So, das war's. Karton ist empty. So, jetzt haben wir hier wieder den Zettel, den ich auch bei den In-Ear-Kopfhörern Vega T1 hatte. Hier kommen wir zu der Prism XR-App und können die dann installieren. Die brauchen wir natürlich, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Das packen wir mal hier hin. So, dann haben wir hier so ein kleines Handbuch, das könnt ihr euch dann auch natürlich genauer durchlesen. Hier werden auch die LEDs wahrscheinlich auch besser erklärt nochmal. Das muss man sich mal in Ruhe durchlesen. Und es gab eine Wichtigkeit oder ja, eine wichtige Sache zu beachten. Wenn ich hier das Originalkabel nutze, muss ich darauf achten, ich versuche euch das jetzt zu zeigen, das USB-C-Kabel hat einmal hier ein L eingraviert. Ich versuche es irgendwie ranzusuchen. Ja, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Ne? Hier ein RL und auf der anderen Seite gibt es ein R. Ja, je nach Spiegelung sieht man das mehr oder weniger. Wenn ich ein bisschen näher rangehe, kann die Kamera das ranzoomen? Nein. Auf jeden Fall R und L. Und dann muss man auch schauen, dass man, wenn man das hier einsteckt, und das haben die ganz schlau gemacht. Ihr seht ja hier am Kabel diesen kleinen Höcker. Und hier gibt es auch den Höcker. Und man sollte jetzt eigentlich nicht in der Lage sein, den einzustecken. Und das kann man auch jetzt nicht. Weil in dem Video wird erklärt, links muss auch links sein und rechts muss rechts sein. Also das R muss auf der rechten Seite sein und das L auf der linken Seite. Das hat was damit zu tun, weil ich hier halt ein Y-Kabel habe, wo es einmal auf USB 3.0 geht und hier auf 2.0. Und ja, das ist da natürlich dann am Gerät selber dann auch nochmal unterteilt vom Kabel her. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es wird eins für die Spannungsversorgung sein und andere wird für den Datentransfer sein. Und ja, das muss dann natürlich auf der richtigen Seite sein. Wenn man aber ein USB-C Datentransferkabel hat, so stand es in irgendeiner Anleitung, die ich mir runtergeladen habe, soll das egal sein, dann ist auf beiden Seiten richtig. Aber das Originalkabel, das ist schon mal gut, dass es so einen Höcker gibt, wo man sich nicht verstecken kann. Also das sah, glaube ich, im Video ganz anders aus. Ja, Leute, das ist eigentlich schon alles gewesen. Wir haben hier den Router, Kabel, Anleitung, Karte für die App. Und ich würde sagen,
testen wir mal den Router. So Leute, ich habe jetzt hier die Handy-App offen, wie ihr seht. Ich habe den Router hier stehen, habe das Kabel auch schon mal hier hingelegt und werde das jetzt einstecken. So, PC hat den Router erkannt und jetzt wird mir hier schon angezeigt, Puppies S1 ist found und den möchten wir jetzt adden. Das machen wir jetzt hier einmal. So, jetzt stand da gerade, warum auch immer, nicht gefunden, obwohl wir ihn gefunden haben. Und jetzt haben wir hier den Puppies S1. Er ist natürlich disconnect mit der VR-Brille. Hier ist quasi der Prism Pulse-Modus, wenn wir das mit dem Handy, mit dem VR-Headset verbinden möchten. Dann haben wir die Möglichkeit, das Teil auch mit dem Internet zu verbinden, um Firmware-Updates zu machen und so weiter und so fort. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ich klicke jetzt hier mal auf Wi-Fi Settings, werde dann auch gleich, wenn der meine WLAN-Verbindung gefunden hat, das dann einrichten. Passwort werde ich euch natürlich nicht zeigen, das werde ich dann hier überspringen. Und wenn ich das gemacht habe, checken wir auch direkt mal, Firmware-Update gibt. Und ja, das muss ich jetzt hier machen. Und das überspringe ich jetzt. Bis gleich. So, das Puppies S1 oder der Puppies S1 hat jetzt die Internetverbindung. Das sehen wir auch hier am Internet. Up und Download. Und jetzt versuchen wir mal ein Firmware-Update zu machen, Firmware-Version. Aber Current Firmware is the latest. Das haben wir also nicht. Und ja, wir haben das Ganze jetzt schon verbunden. Ich hätte den jetzt auch gar nicht mit dem WLAN verbinden müssen. Hätte mich auch direkt... Ah, jetzt wird es gezeigt. Update available. Hat er gerade eben noch nicht gefunden. Das machen wir jetzt auch mal direkt. Update. Solche Geräte sollte man immer updaten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und das lassen wir ihn jetzt auch machen. So, das Firmware-Update ist abgeschlossen. Wir haben jetzt hier die Verbindung zum PC, zum Internet, wie wir sehen. Und jetzt fehlt nur noch die Verbindung zu unserem AMD und das werde ich jetzt mal machen. Ihr werdet dann irgendwann sehen, AMD Disconnect sollte dann nicht mehr da stehen. Und ja, das mache ich jetzt mal. Ich gehe jetzt einfach auf WLAN. Suche dann das WLAN Prism Pulse. Und das steht hier auch. Prism Pulse steht jetzt hier verbunden bei der Quest. Hier steht es noch nicht, aber jetzt. Es braucht immer ein bisschen, bis es aktualisiert, aber ich bin jetzt hier komplett verbunden. Funktioniert alles soweit ganz gut. Also die Verbindung hat jetzt ohne Probleme funktioniert. Man kann hier noch Passwörter vergeben und so. Das habe ich aber alles nicht gemacht, weil es halt einfacher ist, wenn man das jetzt ohne macht. Und ich würde sagen, das ist die Erstinstallation oder Erstinbetriebnahme. Und jetzt können wir wirklich mal in PC-VR-Games reinschlüpfen und gucken, wie gut das funktioniert. Bis gleich. Hier testen wir jetzt Arizona Sunshine mit der Quest 3 via Virtual Desktop. Und oben links seht ihr das Virtual Desktop-Fenster. Ganz wichtig, auf die Latenz achten, die ist meistens unter 40 und niemals über 50 und das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Ich habe auch niemals irgendwelche Ruckler oder sonst was verspürt, also es läuft sehr, sehr flüssig und da kann man echt nicht meckern. You know, Fred, last night I finally worked up the courage to try and drink myself out of here. Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, befinden wir uns hier in Half-Life Alyx. Auch hier wieder mit der Quest 3 via Virtual Desktop. Und auch hier keinerlei Probleme. Latenz immer unter 50 Millisekunden, meistens unter 40. Das hatte ich auch in anderen Spielen, Anwendungen. Also ich hatte nie irgendwelche Ruckler oder Probleme. Also es läuft auf jeden Fall sehr, sehr flüssig. Hier befinden wir uns auch in Half-Life Alyx mit der Pico 4 via Pico Connect. Hier ist die Latenz sogar etwas besser als bei Virtual Desktop mit fast den gleichen Einstellungen und es lief sehr, sehr flüssig. Es sah sehr, sehr gut aus. Auch hier gibt es nichts zu meckern. Ich konnte den Prism XR Puppies S1 jetzt ein paar Tage testen. So 3-4 Tage habe ich den jetzt im Test
Und was mir direkt aufgefallen ist, wir wollten ja eine Lösung haben, die Plug and Play ist und von der Ersteinrichtung bis zum Verbinden mit dem Headset hat alles bei mir tadellos funktioniert. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es mit der Handy-App gemacht, das hat echt gut geklappt. Bluetooth an, dann gegebenenfalls noch den Standort aktivieren. Das hilft meistens, wenn man sich mit Bluetooth-Geräten verbinden möchte. Und dann war ich auch direkt mit der App verbunden, konnte mein WLAN-Code einrichten und ja, alles weitere auch. Firmware-Update habe ich ja auch noch gemacht. Das hat auch wunderbar geklappt. Also da muss ich sagen, das ist schon Plug and Play. Wo ich jetzt mit Probleme hatte, ist die PC-App. Die habe ich nicht ans Laufen gebracht, weil eine falsche Virenmeldung kommt mit meinem Bitdefender und mit Microsoft Windows auch. Es gibt da eine Lösung von Prism XR. Es gibt ein kleines README, wenn man das runterlädt. Da könnt ihr da gerne mal reinschauen. Da muss man dann irgendwelche Ausnahmen aktivieren. Und ich habe mit dem Support geschrieben. Das Problem ist denen bekannt. Ich glaube, die arbeiten auch an einer Lösung, aber haben erstmal dieses Workaround gemacht mit diesem Umgehen. Wir haben mir auch versichert, es ist kein Virus da. Und ich hatte diese Meldung schon bei mehreren Programmen. Meistens muss man sagen, wenn es asiatische Programme sind, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, da bin ich echt kein Spezialist. Aber wie gesagt, mit der Handy-App hat es super geklappt. Ich hatte da keinerlei Probleme. Was mir dann im Endeffekt aber Probleme bereitet hat, ist ja die Drittanbieter-Software. Das hat jetzt nichts mit Prism XR zu tun, sondern eher mit Beta. Dann hatte ich auch noch Pico. Also ich benutze eigentlich immer Virtual Desktop für meine PC-VR-Games, wenn ich die kabellos spielen möchte. Und das funktioniert ohne Probleme. Also Virtual Desktop ist echt sowas von easy. Aber wer keine 20 Euro, glaube ich, kostet, das Programm ausgeben möchte, muss natürlich dann auf die normalen Softwarestände ausweichen, sage ich einfach mal. Also da haben wir Pico Connect. Das ist die Software von Pico, um sich kabellos mit dem PC zu verbinden. Hat bei mir jetzt super geklappt, muss ich sagen. Also war ich echt überrascht. Ich hatte eher gedacht, dass ich da Probleme habe. Aber nein, Pico Software hat wunderbar geklappt. Installiert, verbunden, fertig. Also das war easy. Man muss natürlich auf beiden Headsets dann die Software am Laufen haben. Aber das hat ohne Probleme funktioniert. Latenzen waren echt sehr gut, egal mit welchem Headset ich jetzt unterwegs war. Ob ich jetzt mit der Pico war oder mit der Quest über Virtual Desktop. Über Pico Connect hatte ich noch ein bisschen bessere Latenzen als mit Virtual Desktop, aber trotzdem war es jetzt nicht so hoch. Ich glaube, bei Pico im besten Fall hatte ich da irgendwas von 12, 13 Millisekunden und bei Virtual Desktop hatte ich dann irgendwas von 40. Aber trotzdem hatte ich jetzt keinerlei Probleme, dass ich irgendwelche zu hohen Latenzen hatte, dass es aufgefallen wäre. Ich hatte auch keine Framerate-Einbrüche. Ich habe das teilweise auch sehr hochgestellt. Ich habe eine 4080er und ich habe die Auflösung sehr hochgestellt. Ich habe die Verbindungsgeschwindigkeit sehr hochgestellt. Und da hatte der Prism XR Puppies S1 keinerlei Probleme mit. Die Verbindung war immer stabil. Ich hatte keine Abbrüche. Und ja. Wie gesagt, es war egal, ob ich jetzt mit Virtual Desktop gespielt habe oder mit Pico Connect. Wo ich aber Probleme hatte, und das habe ich nicht in den Griff bekommen, ich hatte diese App auch gar nicht mehr auf meinem Rechner. Das war die Meta Quest Link Software, damals Oculus. Ich habe sie auch unterm Admin-Konto nicht ans Laufen bekommen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung, dass mein Ordner nicht angenommen wird. Und ja. Ich habe ein bisschen im Internet gelesen, das hat was mit den Admin-Rechten zu tun. Ich habe es aber aktuell noch nicht in den Griff bekommen. Ich werde jetzt nochmal alles deinstallieren von Oculus und dann nochmal neu installieren und dann mal schauen, ob es klappt. Aber ich teste ja hier keine Softwarestände von Oculus oder Pico, sondern es war ja ein Test für dieses Teil hier. Und ich muss sagen, das hat die Arbeit echt sehr gut verrichtet. Und ich habe jetzt mit Virtual Desktop, mit Pico Connect, und die Verbindung war stabil, es hat Spaß gemacht. Und worauf ihr einfach nur achten müsst, stellt auch die Software so ein, dass es auch zu eurer Grafikkarte und eurer Hardware passt. Es nützt nichts, wenn ihr jetzt eine gute WLAN-Verbindung habt, aber ihr habt halt nicht die Hardware, die ihr da einstellt. Sag ich mal, ihr habt jetzt eine 2080er, stellt aber alles auf Ultra für eine 4090er, das bringt alles nichts. Dann ruckelt es aber nicht wegen der WLAN-Verbindung, sondern eher wegen eurem PC. Von daher achtet darauf. Nach 3-4 Tagen kann ich sagen, echt tolles Teil. Ich werde meinen alten WLAN-Router jetzt erstmal
komplett abstöpseln. Der war immer noch dazwischen irgendwie, hing der zwischen meinem Festnetz-Router und dem PC. Den werde ich jetzt rausnehmen und immer nur den anstöpseln, wenn ich auch PC-VR-Games spielen möchte. Spart auch nochmal Strom. Und ich muss sagen, für 80 Euro kann man hier echt nichts falsch machen. Also so ein schönes kleines Teil. Ja, ich habe es ja erwähnt, sieht so ein bisschen aus wie eine kleine PlayStation. Aber wie gesagt, echt toll. Tolles Gerät. Und ja, von mir aus gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Und nochmal für alle, die eventuell, es gibt immer diese Kommentare, ja, tolles, unabhängiges Review. Ja, ich habe dieses Teil umsonst bekommen vom Prism XR. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich versuche alles so ehrlich wie möglich zu testen und euch auch alles mitzuteilen, was mir auffällt, was mir negativ auffällt. Und mir ist jetzt hier echt, außer dass die PC-App jetzt aktuell noch nicht so wirklich fluffig installiert werden kann, habe ich nichts Negatives festgestellt. Ich kenne mich ein bisschen mit PCs aus, aber für mich war es trotzdem auch, wenn ich mich in die Lage von einem Laien versetze, war es fast Plug and Play. Also, wie gesagt, man muss die Handy-App installieren. Das sollte heutzutage jeder hinbekommen und dann sich damit verbinden. Habt ihr im Video gesehen, wie das geht, und dann ist es Plug and Play. Also, man kann hier noch ein WLAN-Passwort vergeben. Ich habe es extra nicht gemacht, weil ich einfach nur eine relativ einfache Plug-and-Play- und Klick-Lösung haben wollte. Man kam im Nachhinein, aber ein WLAN-Passwort vergeben ist natürlich sicherer. Und ja, dann kann auch niemand mehr darauf zugreifen, kein anderer. Dann seid ihr nochmal eine Ecke sicherer. Sollte man sowieso immer machen, aber zum Testen habe ich es jetzt nicht gemacht. Hat aber alles wunderbar geklappt. Wenn ihr das Gerät jetzt bestellen wollt, unten in der Beschreibung sind die ganzen Links. Ihr könnt sehr gerne meinen Affiliate-Link von Amazon nutzen. Würde ich mich natürlich freuen, habe ich dann auch ein bisschen was davon. Und falls ihr Fragen haben solltet, gerne unten in die Kommentare rein. Ich versuche alles so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja, ich finde es echt super. Dieses Gerät ist für alle Leute was, die jetzt wirklich eine Plug-and-Play-Lösung zum Streaming nutzen, die PC-VR-Games zocken wollen mit der Pico 4 oder der Quest 2, 3 oder 3S. Also mit allen Headsets solltet ihr da keine Probleme haben. Und ja, könnt euch kabellos bewegen. Und das ist bei PC VR echt, ich hatte früher immer ein Kabel, aber ich will jetzt nie mehr ein Kabel haben, weil es einfach so gut klappt und so gut funktioniert. Also es gibt für Rennsimulationen und so weiter, macht ein Kabel vielleicht noch Sinn, aber alle anderen Spiele solltet ihr definitiv kabellos genießen. Das ist das beste Wort, weil man kann wirklich dann PC VR genießen, weil man sich nirgendwo mehr verheddert, man kann sich schnell bewegen und ja, echt top. Also ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, es war hilfreich für euch, dass ihr jetzt eventuell sagt, boah, cool, das Gerät, das hole ich mir, schaue es mir an zu Hause, und ich denke, dass die meisten Leute draußen mit diesem Gerät hier zufrieden sein werden. Also ich bin echt zufrieden, es hat wunderbar geklappt und ja, falls ihr das Gerät auch schon haben solltet oder im Nachhinein jetzt holen wollt, und habt dann auch Erfahrungen gemacht, gerne auch unter die Kommentare, was habt ihr für Erfahrungen jetzt gesammelt mit dem Gerät. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr die gleichen positiven Erfahrungen gemacht habt oder halt auch ein paar negative. Gerne in Kommentare damit. Und ja, ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.